Hallo Freunde, willkommen zurück zu Warhammer. Wir beenden gleich diese Runde hier. Wir haben ja in der letzten Episode ein bisschen mit den Dunkelelfen aufgeräumt. Das heißt, unsere Kriege sind derzeit überschaubar. Chaos, dagegen können wir nicht viel machen, das passiert einfach irgendwann. Und immer noch mit Nagarond im Krieg und ich glaube, das wird sich auch erstmal nicht ändern. Aber stört uns ja auch nicht weiter. Dementsprechend ist das erstmal gar nicht so schlecht. So, Runde beenden. Geld haben wir ein bisschen was. Und keine Sorge, ich gebe auch gleich wieder eine Menge Geld aus. Wir verdienen jetzt pro Runde auch schon relativ gut. Ich meine, wir haben zwei komplette Provinzen, die darauf ausgerichtet sind, Geld zu verdienen. Alle unsere Helden sind darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen. Es wäre ein bisschen traurig, wenn wir keins hätten. Öffentliche Ordnung plus 6, ein Schreinwächter. Okay. Und Anrufung von Vaal ist verfügbar. Wie gesagt, ich gebe gleich auch wieder ein bisschen Geld aus. Was steht die Episode noch an? Hauptsächlich Vorbereitung. Ich will die Armee ausschalten. Diese Lichtung hier niederreißen. Denn, na, nicht der Held, die Siedlung. Na also. Die Echsen halten Rasetra. Das heißt, mit der Lichtung des Verderbens wird deren Zone komplett. Rasetra ist gleich hier nebenan. Dann halten die ja noch den Tempel der Schädel. Da haben wir geholfen. Die könnten also die zweite Zone komplett kriegen. Und mit ein bisschen in die richtige Richtung schieben, werden die Echsen vielleicht wieder ein bisschen stärker. Wer weiß. Standing by. Ha, das weiß ich nicht. Soll ich hier ein Attentat machen? Oder eher nicht? Einheiten angreifen. Kostet halt auch wieder was. Was soll's? War ein Erfolg. Ja, da geht's ein paar Einheiten nicht mehr so richtig gut. Das ist okay. Dann erfasst ihn der Mut der Zeitalter. Wofür auch immer. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich nichts mehr bei ihm. Wir skillen jetzt einfach irgendwas. Wird schon werden. So, die Armee von Quintara. Da könnten wir auch noch ein bisschen was basteln. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit der Armee. Hier sind wir bei 74. Das ist auch gut. Im Positiven. Das läuft gerade auch richtig gut. 14 durch Charaktere alleine. Und hier, auch ohne dass Charaktere in der Zone sind, passt das. Okay, dann würde ich sagen, kann Quintara sich auf den Weg machen. Ich möchte sie in die Ascheberge parken. Denn da wird sie wahrscheinlich in den nächsten Runden mal gebraucht. So, das hätten wir. Dann, nachdem Imrik das hier unten erledigt hat, wird noch ein bisschen dauern. Bewegen wir den auch hier hoch, Festung von Vorak. Da will ich seine Armee ein bisschen umbauen. Und zwar, wir können ja die Schwestern hier, Schwestern von Avalon, rekrutieren. Und seine Armee, also die Armee von Imrik, hat auf jeden Fall mal ein Update verdient. Die ist, seit wir das Spiel angefangen haben, quasi unverändert. Was Vor- und Nachteile hat. Vorteil, seine Truppen sind richtig krasse Elite-Trümmer. Keine Beschwerde an der Front. Ich finde das super. Die Armee hat uns auch bisher gute Dienste geleistet, hat viel gerissen. Aber ein kleines Update wäre mal nötig. Ich möchte zum Beispiel die Bogenschützen ersetzen durch Schwestern von Avalon. Jetzt sind unsere Bogenschützen mit 70 Gold relativ günstig. Die Schwestern, das kann ich direkt mal sagen, sind nicht so günstig. So überhaupt nicht. Ja, 212. Das wird einen großen Teil unserer Einkünfte fressen, die Armee ein bisschen aufzurüsten. Aber ich will ja nicht nur die Schwestern von Avalon hier reinmachen. Ich denke, ich 8. Und dann füllen wir noch ein bisschen mit Drachen auf. Das ist schließlich der Drachenchef und ein Sonnendrache ist da ein bisschen dünn. Dann schauen wir mal hier Festung von Vorak. Da können wir, glaube ich, schon Monddrachen beschwören. Dann haben wir hier was. Jawohl. Sterndrachen wären auch toll.
Aber die sind natürlich richtig teuer. Lass mal gucken. 5. Na, wer weiß, vielleicht können wir da was machen, bis er hier oben ist. Könnte hinhauen. Ansonsten halte ich auch immer mal wieder ein Auge offen. Ich möchte. Hier einen, der möglichst, ja, gut ist für die Drachenarmee. Und so wie es aussieht, wir haben hier nur einen mit 40 Einfluss. Da dürfte nächste Runde ein neuer kommen. Mit etwas Glück ist das dann noch einer, der die Drachen wieder günstiger macht. Lass mal gucken. Robust. Unerschütterlich und physische Resistenz 20%. Nicht mein Traum, aber an sich auch gar nicht so schlecht. So, bevor ich es vergesse, oder wieder vergesse, Anrufung von Baul, führen wir direkt durch. So, was haben wir? Ring des Hukon, Smaragdhalsband. Verzauberter Ithilmar-Kyras. Das klingt wirklich gut. Meersgold-Paradeklinge. Schauen wir mal. Ring des Hukon. Angriffsbonus. Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen. Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Das wäre natürlich nicht schlecht. Bis jetzt das beste Item, das ich gesehen habe. Also, bei der Auswahl hier. So, Rettungszauber 5%, Giftattacken, passive Fähigkeit, Samen der Wiedergeburt. Stellt 4 Trefferpunkte pro Sekunde wieder her. Ja. Die Fähigkeit Samen der Wiedergeburt an sich ist schon wirklich gut. Da noch was oben drauf kriegen, ist jetzt nicht schlecht. Aber ich glaube, ich würde den Ring des Hukon tatsächlich bevorzugen. Für den Moment. Nahkampfabwehr plus 10, Waffenstärke 5%. Kurz und knapp, aber ziemlich gute Werte. Und der verzauberte Kyras. 10% Rettungszauber ist nicht schlecht. Rüstung und Nahkampfabwehr ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den Ring des Hukon. Da wird man jetzt erstmal überlegen, warum zum Geier. Smaragdhalsband ist wirklich gut und der verzauberte Ithilmar-Kyras ist auch gut. Das liegt aber daran, was ich vorhabe und was ich gesehen habe, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ich bereite mich ja auch ein bisschen vor auf die Episoden. Minimal. wir hatten ja vereinbart, wir machen noch eine halbe Armee, eine kleine Armee, die einfach Nebensiedlungen kaputt macht. Und dazu möchte ich einen Fürsten. Wir haben bereits eine Erzmagierin. Noch eine Erzmagierin wird ein bisschen viel, glaube ich. Deshalb möchte ich es erstmal dann mit einem Fürsten probieren. Die Fernkampfkommandanten liegen mir nicht besonders. Die benutze ich meiner Meinung nach immer schlecht. Es funktioniert einfach nicht so, wie ich das möchte. Dementsprechend Nahkampfkommandant. Und der kann dann die gleiche Rolle wie Imrik übernehmen. Nahkampfkommandanten der Hochelfen können später auch auf Sterndrachen reiten. Der kann richtig lustig werden. Und ich habe vorhin schon einen gesehen, den man rekrutieren kann. Der ist habgierig. Das heißt, der bekommt eine Menge extra Gold. Und zwar von Ausrauben von Siedlungen und nach der Schlacht. Und wenn man sich auf solche Spezialgebiete wirklich konzentriert, kann man unheimlich viel Geld damit machen. Und da die halbe Armee oder die kleine Armee wirklich nur den Job hat, Nebensiedlungen auszurauben, zu plündern, ist das einfach optimal. Deshalb nehmen wir das Ding erstmal mit. So, und dann schauen wir nochmal nach dem Kommandanten, den ich da gesehen habe. Ich hoffe, der ist noch verfügbar. Hier ist er. Rodier. Fürst. Habgierig. Ausrauben 25%. Nach der Schlacht 50%. Bevor der weg ist, rekrutieren wir den jetzt auch gleich. Das wird der Anführer unserer kleinen Armee. Und wir können dem auch schon direkt den Ring des Hukon geben. Das gibt nochmal 30% und nochmal 30% hier. Und dann seht ihr schon,
Der wird uns eine ganze Menge Geld machen. Hoffe ich. Sollte er. Er hat nur diesen einen Job. Rodier der Banker. So, eine Rüstung wäre nicht schlecht für ihn. Aber da ist bei Leander. Die will ich, dass er erstmal behält. Haben wir noch eine Waffe? Ja, er könnte eine Mondlanze kriegen. Das würde auch passen. Wenn er irgendwann mal das Glück hat, auf einem Drachen zu sitzen, passt das mit der Lanze. So, dann kriegt er, würde ich sagen, einfach mal so ein paar Sachen. Minnesänger zum Beispiel sind eine tolle Sache. Vielleicht haben wir noch einen Barden. Haben wir hier. Bah. Oh, okay. Wir haben schon wahnsinnig viel anderen Leuten zugewiesen. Das heißt, er könnte einen Drachenbändiger und einen Bartweber kriegen. Hatten wir da nicht vorhin die Meldung, dass wir irgendwas haben mit plus 6? Ja, dir wächst noch irgendwann ein Bart. Kriegst du erstmal einen Bartweber, warum nicht? So, lass mal gucken. Wie sieht's bei dir aus? Nee, du hattest auch nicht die Möglichkeit, diesen besonderen mitzunehmen. Mit ihr marschieren wir mal ein bisschen. Dann sind wir wenigstens schon mal an Land und können mit ihr weiter. Imrik. Vielleicht könnten wir... Nee, können wir nicht. Die Idee war, dass wir das vielleicht untersuchen, die Ruinen. Da könnten wir auch nochmal ein bisschen Geld machen. Krokar ist unterwegs. Und so wie es aussieht, möchte der das aufbauen. Ich werde wahnsinnig. Die Echsenmenschen machen mal was Vernünftiges. So, lass mal gucken. Dir können wir hier auch nichts geben. Vielleicht war das kein Gefolgsmann, vielleicht war das einfach nur eine Fähigkeit. Hofwächter? Nö. Bei ihr vielleicht? Sie hat nur einen Vorkoster. Bringt auch nicht so viel. Vielleicht die Zofe. Dann haben wir aber auch bald alle Helden durch. Nee, Bade und Minnesänger. Na gut. Dann schaue ich das nochmal bei der Aufnahme an. Ihr könntet jetzt natürlich zurückhüpfen, einfach im Video. Den Luxus habe ich gerade noch nicht. Aber ich sehe es dann nachher beim Bearbeiten. Irgendwo hatte ich was gelesen mit einem Gefolgsmann mit plus 6. Wenn ich den finde, weise ich den zu. Das wäre nämlich an sich nicht schlecht. Okay. Dann könnten wir mit ihm eigentlich auch schon anfangen zu rekrutieren. Das dauert nämlich ein paar Runden. Ja, und der Plan ist, dass dann Imrik die Schwestern übernimmt und die Elite-Bogenschützen gehen in die halbe Armee. Dann sind die auch nicht verschwendet und die kleine Armee, die kommt zurecht mit nur Bogenschützen. Das sollte hinhauen. Ansonsten können wir beim Fürsten mal kurz gucken, was der hier noch für Fähigkeiten kriegen kann. Greif, das finde ich an sich auch super. Es gibt nicht viele, die Greifen reiten. Aber, naja, auf Level 20 dann Sternendrache. Davon gibt es halt auch nicht so viele. Und Sterblichkeit wäre wichtig, aber wird er schon kriegen, früher oder später. So, im Normalfall nimmt man Isha. Weil die physische Resistenz ist toll. Unterhalt für Bogenschützenreduktion ist gut. Verlustverstärkungsrate ist super. Und extra Führerschaft ist auch nicht schlecht. Also Isha hat eigentlich keine Nachteile. Unterhalt für Drachen? Ja. Das hätte ich ganz gerne bei Imrik. Aber nochmal extra Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen, 15%. Das wäre... Vielleicht konzentrieren wir uns zu sehr auf eine bestimmte Sache mit ihm. Mal gucken. Unterhalt für Seegarde, Einkommen aus Häfen in allen Regionen. Warum nicht? Unterhalt für Streitwägen. Ja, genau. Das wird passieren. Beute nach der Schlacht, Unterhalt für weiße Löwen und Zeug.
Na. Drachenprinzen und Industriegebäude. Ja, das hat Imrik und da hat er den kurzen Strohhalm gezogen. Da wäre es mir wirklich lieber, wenn er das hier hätte. Hurt, Schwertmeister, Unverdorbenheit, Winde der Magie. Okay. Und Asuria natürlich die Phönixgarde. Ja, ich glaube, dann bleiben wir mit ihm bei Isha. Ansonsten, hier drüben braucht er eigentlich nicht viel. Wir könnten seine Armee günstiger machen. Investieren dafür aber eine Menge Punkte. Bogenmeister wäre interessant. Er hat halt nicht noch diesen Zusatzbaum, den Imrik hat. Das hier oben, da müssen wir uns für eins entscheiden und der Rest wird dann blockiert, weil man kann nur im Dienste einer Elfengottheit sein. Dementsprechend schauen wir als nächstes mal, dass der vielleicht ein paar Level kriegt, bevor ich seine Punkte schon alle im Kopf ausgebe. Wenn ich schon dabei bin, Geld auszugeben. Robust. Ist halt überhaupt nicht, was ich will. Der wäre an sich nicht schlecht. Der wäre auch ziemlich gut. Erstmal hilft er allen Regionen mit öffentlicher Ordnung. Und alle Unterhaltungsgebäude verdienen nochmal 5% extra. Dann ist er selbst ein Edler. Das heißt, da können wir nochmal 3% rausholen. Und dann werden unsere ganzen Gebäude mit öffentlicher Ordnung langsam aber sicher richtig gut, was Geld verdienen angeht. Unternehmer sind auch immer wieder lustig, aber wir haben derzeit noch keine Siedlung, wo das wirklich was bringt. Also 517 ist überhaupt nichts. Wenn man sich Altdorf oder Lothan anschaut, die sind jetzt bei 2000 oder drüber. Schreckensfels wäre vielleicht nicht schlecht. Festung von Vorhak verdient ein bisschen was. Aber hier ist halt schon der Bonus berücksichtigt unserer ja, guten Seelen hier. Die sind ja unternehmerisch und die steigern das ja jetzt schon. Naja. Okay, schauen wir mal nach ein paar Dingen, die wir vielleicht noch irgendwo bauen müssten. Das hier wäre vielleicht nicht schlecht, verdient nochmal extra Geld. Und da Malus jetzt weg ist, können wir die Bruchsteininseln ausbauen. Super Sache das. Im Gnobbler-Gebiet. Oh, ich sehe schon. Splitterfels ist auf Stufe 4. Da könnte man auch ein bisschen was machen. Unterhaltungsgebäude. Elfischer Hof. Einfach nochmal Einkommen. 30% aller Regionen dieser Provinz. Aus Unterhaltungsgebäuden. Davon haben wir aber ein paar. Und Botschaft der Elfen. Ich glaube, Handelsentwicklung freischalten wollte ich schon lange mal machen. Einfluss pro Runde ist eigentlich nicht verkehrt. Und Handelseinkommen. Einkommen aus Häfen. Ah, warum nicht? Das nehmen wir mal mit. Da die Echsen jetzt auch anfangen, das unten wieder aufzubauen, bin ich mir fast sicher, dass wir früher oder später Handelspartner haben. Und dann ist das Geld schon fast wieder weg. Das freut mich. So, was machen wir mit dir? Das ist erstmal okay. Du hattest dich bewegt, dann nächste Runde. Na also. Das hat er aufgebaut, das freut mich. Haben wir mit denen eigentlich zurzeit militärischen Zugang ausgehandelt? Ich glaube schon. Irgendwas haben wir. Begabte Musiker. Nochmal extra Reichweite. So funktioniert das nicht. Nur weil ihr schneller trommelt, heißt es nicht, dass alle schneller laufen. So, in der Zone haben wir Verschleiß. Das gefällt mir gar nicht. Machen wir das mal so. Wir sind außerdem schon relativ stark angeschlagen. Die allerdings auch. Das sind
größtenteils Skelette. Okay, die können ein bisschen was, die haben zwei Nahkampfwaffen. Aber wenn ihr euch das anguckt, 45 Rüstung, 36 Nahkampfangriff, die können eigentlich nichts. 140 Reichweite. Gut, die Kavallerie ist größtenteils schnell, aber 20 Rüstung, das sind schon die Nahkämpfer. Die Fernkämpfer haben lustigerweise mehr Rüstung. Ihr macht was falsch. Wenn ich häng gerade mit der Nase quasi auf dem Monitor, Moment. Ach ne, die haben Schwert und Schild, die haben Speer und Schild. Das sind die Bogenschützen. Die haben auch 20 Rüstung. Okay. Bitteschön. Monströse Infanterie, die Grabjäger sind wahrscheinlich die größte Herausforderung in der Armee. Ja, das sollte gehen. Auch angeschlagen. So, lass mal gucken. Wir haben keinen militärischen Zugang, das gefällt mir nicht. Aber die bauen immerhin auf. Nur eine Frage der Zeit, dann haben sie auch die Schlangenküste. Sollte hinhauen. Okay, soweit. Passt. Ja, wenn wir mit denen später ein Handelsabkommen haben, durch eine Fähigkeit aller Hochelfen, sehen wir dann auch deren Gebiet. Hochelfen sehen alle Gebiete von Handelspartnern. Und ja, je nachdem, wie weit die sich ausgebreitet haben, haben wir dann möglicherweise Kontakte. Werden wir sehen. Vielleicht sogar Möglichkeiten, dann wieder mit anderen Leuten zu handeln. Quintara. So, lass mal gucken. Das hier drüben ist schon wieder Ascheberge. Und das ist meins. Ich möchte im Moment noch vermeiden, dass die uns den Krieg erklären. Ich meine, das werde ich nicht mehr lange vermeiden können. Aber ich bin im Moment noch nicht wirklich darauf vorbereitet. So, das rekrutiert noch. Aber das kriegen wir hin. Wird ja wohl nicht mehr so lange dauern, bis Imrik dann soweit ist. Die Grünhäute kriegen gerade von irgendwo ganz böse auf die Nuss. Wenn man sich das hier oben anschaut, mit Fraktionen, zu denen wir Kontakt haben, sieht man auch immer ein Kräfteverhältnis. Ja? Und bei der blutigen Hand sind wir, der gelbe Balken, viel größer als der rote Balken. Das heißt, wir sind viel stärker als die blutige Hand. Und selbst bei Grimgorg sind wir ungefähr gleich stark. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert. Aber so sieht es im Moment aus. Au, Backe sind die teuer. Oh, da kriege ich Pipi in die Augen. Das ist echt nicht lustig. Und Krokgar ist auch unterwegs. Okay, wenn der jetzt hier ist, dann will der vielleicht Krieg gegen die. Oder ich nehme an, der ist schon im Krieg mit denen. Das können wir nachgucken. Du? Im Krieg. Läuft. Also jetzt haben wir ihn aktiv und wir sehen, die sind im Krieg. Die Aufständischen sind mit jedem im Krieg. Es wäre natürlich eine Sache, wenn er das jetzt angreift, dann muss ich es nicht machen. Und da er auch schon in Libaras ist, wäre ich stark dafür. Machen wir es ihm so leicht, wie es geht. Wir greifen die Einheiten nochmal an, investieren lieber ein bisschen Gold. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Und ein... Ja, wir haben unser Bestes versucht. Hilft ihm jetzt auch nicht wirklich weiter. Aber ich glaube, die Armee ist gar nicht so schlecht. Mit Schreckensechsen und wilde Schreckensechsen und Karnosauriern. Junge, Junge. Dagegen würde ich nicht kämpfen wollen. Und dagegen würde ich kämpfen. Damit. Kein Problem.
Schauen wir mal. So, dann können wir hier auch ohne zu hetzen rüber. Ist natürlich blöd, wir sind jetzt Eindringling, das gibt nochmal Minus, aber achtet mal drauf am Ende der Runde. Wir sind fast gleich stark und ich glaube, die haben hier drüben wenig Armeen. Die sind mit irgendwas hier drüben ganz furchtbar beschäftigt. Wir können mal kurz gucken, mit wem sind die denn im Krieg? Das Chaos. Okay, das wäre möglich. Aber im Normalfall kommt das Chaos erstmal von der Küste. Oder aus dem Norden. Okay, die sind ziemlich weit im Norden. Wäre also möglich, dass sie da schon irgendwie beschäftigt sind. Karagiren, die sind hier drüben irgendwo, aber meistens so schwach, dass man die ignorieren kann. Tilea. Die sind hier unten. Das wäre möglich. Wobei Tilea meistens auch noch mit den Skaven zu kämpfen hat. Clan Angrund. Die sind im Normalfall hier irgendwo. Reikland, alles klar. Und Clan Mors. Oh, okay. Das heißt, ihr kämpft auch gegen Clan Mors hier unten irgendwo. Ja, die haben ein paar Probleme und die Probleme sind überall verteilt. Solange wir die Füße stillhalten. Ich glaube, wenn wir jetzt den Grünhäuten auch noch den Krieg erklären und dann konzentriert angreifen, bricht denen das Genick. Da haben die dann kaum noch Chancen, würde ich sagen. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. So. Krokka, nein, nicht dran vorbeilaufen. Ah. Dummes Echsending. Hast du es gesehen? Nicht mehr ganz halb, aber war schon gar nicht so schlecht. Ja. Silberherr, du willst mir doch jetzt den Krieg erklären, oder? Du willst nicht Angriffspakt. Du bist im Krieg mit Karkzorn. Ja, das ist mir egal. Du bist im Krieg mit Nagarond. Das ist okay. Das heißt, du warst auch mal im Krieg mit Malus und Clan Mors. Du hast die Geschichten. Im Ernst, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Nicht-Angriffspakt. Überhaupt kein Problem. Womit ich im Moment ein Problem habe, ist Krokgar. Er hat das hier unten nicht aufgebaut. Okay, das ist weit weg und wenn er hier oben was Dringendes zu erledigen hat, verstehe ich das. Er könnte hier aber kurz was rekrutieren und das Ding aufbauen. Damit würde er mir einen persönlichen Gefallen tun. Und er hat das hier auch nicht erobert. Jetzt sind wir arg angeschlagen. So möchte ich eigentlich nicht gegen die kämpfen. Nee, das ist mir zu heiß. Dann... ja. Würde ich sagen, wir haben den Echsen so gut geholfen, wie ich kann. Ein bisschen was müssen die Echsen noch selber können. Die hätten das locker niedermachen können. Vielleicht machen sie es auch noch. Oder die haben hier im Norden irgendwas mit Clan Mors dringendes Problem und wollen die Barras verteidigen zum Beispiel. Mal sehen. Quintara. Und wieder in den Aschebergen. So gefällt mir das. Dann gibt es jetzt hier richtig dick öffentliche Ordnung. Das passt. Hier sind wir immer noch beim Rekrutieren. Das ist okay. Das passt. Dracheninseln. Das hier können wir auf die höchste Stufe bringen. Das kostet zwar wieder eine Menge Geld. Lässt sich aber erstmal nicht wirklich vermeiden. Gnobla-Gebiet. Ja, was machen wir noch mit Splitterfels? So wirklich viel brauchen wir hier eigentlich nicht mehr.
Was wir natürlich machen könnten. Wir bauen ein Militärlager auf Stufe 3, also bis zur Kriegshalle. Dann könnten wir hier auch Seegarde rekrutieren. Und das gilt ja für die ganze Zone. Das bedeutet, selbst wenn wir hier eine neue Armee ausheben, wir hüpfen hier über die Grenze und dann können wir Seegarde rekrutieren und dann hüpfen wir wieder zurück. Es wäre vielleicht sogar besser, als das hier alles ungenutzt zu lassen. Das machen wir mal. Dann liegt es nicht komplett ungenutzt. Weil bei der dunklen Festung möchte ich eigentlich jetzt auch nicht unbedingt Bauplatz verschwenden für ein Rekrutierungsgebäude. Dann passt die Sache. So, gelegentlich auch mal wieder gucken, ob wir vielleicht wieder einen neuen Drachenprinzen haben. Drachenmagier. Ich meine, wir haben vor kurzem erst einen gekriegt, aber der obere in der Liste war schon relativ lange drin. Der sollte auch demnächst ausgetauscht werden. Soweit, so gut. Lass mal gucken. Ne, das Genie ist immer noch da. Und Robust ist auch da. Erweichend ist noch da. Ah, der wurde ausgetauscht. Nope. Schade das. Was ich demnächst auch noch möchte, ist die Möglichkeit, Magier zu rekrutieren. Ich denke, das machen wir in der Festung von Vorak, wenn die auf Stufe 5 kommt. Ich möchte nämlich eigentlich eine Lebensmagierin. Und die soll später auch noch in die Armee von Imrik. Da geht es darum, dass Lebensmagier die Drachen relativ gut heilen können. Und das fände ich eigentlich ziemlich toll. Okay, dann sind wir mit Imrik schon fast wieder bei der Festung von Vorak. Da können wir die Armee dann auch wieder ein bisschen hochheilen. Das wäre gar nicht so schlecht. Lamia. Oh, Edelsteine. Nicht schlecht. Oh. Na, ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass das vielleicht doch noch gekillt wurde von Krogger. Scheinbar nicht. Weiß der Teufel, was die Echse schon wieder macht. Nicht, was sie soll. Das sinkt, weil wir natürlich ein unerlaubtes Betreten haben. Aber da können wir vielleicht ein bisschen gegenarbeiten. Wir kriegen relativ viel Einfluss. Das wäre also jetzt kein Beinbruch. Geben wir mal ein bisschen was aus. Und vielleicht können wir dann militärischen Zugang verhandeln in ein paar Runden. Eine neue Forschung ist verfügbar. Na also, kulturelle Entwicklung. Das bedeutet, unser elfischer Hof oder was das war, ist fertig. Da können wir hier drüben ein bisschen was erforschen. Nicht schlecht. Yep. Botschaft der Elfen, nicht elfischer Hof. Läuft. Ja, so langsam wird es die Runde auch wieder ein bisschen dünn mit Einkommen. So, wir haben 6 Stück. Ich sagte, wir wollen auf 8. So, lass mal ganz kurz gucken. Imrik. Drachen will ich eigentlich mit ihm rekrutieren, weil er auch noch einen Helden hat, der Rekrutierung günstiger macht. Wenn wir jetzt hier. Ja, wenn ich da 8 Schwestern von Avalon mitnehme, dann passt noch ein Monddrache mit. Das wird super. Ja, Rodir wird dann als erste Amtshandlung wahrscheinlich die dunkle Festung erobern. Das dürfte die erste Siedlung sein, die er angeht.
weil es nur eine Nebensiedlung ist. Und mit Imrik nehmen wir die Seite hier oben, weil das schon Mauern hat. Ist zwar auch nur eine Nebensiedlung, aber ich glaube, ich fühle mich da einfach besser, wenn Dinge mit Mauern von Imriks Armee geknackt werden. Läuft. Mission erteilt. Ruf des Phönixkönigs. Rekrutiert einen Kommandanten. Damit kommst du mir jetzt. Das hätte ich gebrauchen können. Rekrutierungskosten minus 15%. Das hätte bei den Schwestern richtig was gerissen, weil die sind höllenteuer. Ah! Hätte die Mission nicht ein paar Runden vorher kommen können. Aber nö. Manchmal stelle ich mir das so vor, wie das Spiel so quasi im Speicher sitzt und sich überlegt, so, wie kann ich den Chef heute ärgern? Oh, er hat vor kurzem eine neue Armee rekrutiert. Jetzt kriegt er eine Mission, um noch eine Armee zu rekrutieren. Weil er sich die auch noch leisten kann, weißt du? Ah! Oh, damit sind wir fast pleite. Ich will doch eigentlich noch einen Monddrachen. Ja. Okay, da müssten wir mal gucken. Das Jagdlager. Vielleicht Gerberei. Ob das eine interessante Forschung freischaltet. Unterhalt für weiße Löwen. Das ist Blödsinn. Eigentlich brauche ich die Gerberei überhaupt nicht. Sie produziert nicht mal Geld. Aber vielleicht ist es die totale Killerforschung. Lass mal gucken. Großfarm. Also, Großfarm könnten wir bauen, glaube ich. Streitwagen und Kavallerie. Nah. Das wäre richtig toll. Aber auch nicht so einfach hinzukommen. Nope. Salz, Eisen, Edelsteine, Wein, Färberei. Man kriegt nicht mal was. Nicht mal eine Forschung gibt's für dieses Lederdings. Fantastisch. Na gut. Eins weniger zu bauen. Ist doch super. So, lass gucken. Hier, Bewegungsreichweite und Erfolgsschuss für Helden. Das ist eine feine Sache. Führt zu Wahrer der Ordnung. Diplomatische Beziehungen mit Hochelfen und Echsenmenschen. Das wäre doch nicht schlecht. Berater bei Hof. Rang für Kommandanten, Rang für Zofen und Rang für Edle. Auch nicht schlecht. Und diplomatische Beziehungen mit allen. Okay. Maritimes Imperium. Baukosten für Häfen, Bauzeit für Häfen. Alle Seeregionen werden sichtbar für eure Fraktion. Ich weiß nicht, ob ich das im Moment will. Dann haben wir nämlich unheimlich schnell Kontakt zu Vampirpiraten und noch mehr Dunkelelfen. Das Chaos fährt zurzeit auf dem Wasser rum. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Industrie- und Ressourcengebäude. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Hauptstadtgebäude. Und Unterhaltungsgebäude. Damit kommen die mir jetzt um die Ecke. Nee, wir machen erstmal den oberen Baum. Bewegungsreichweite ist eine tolle Sache. Diplomatische Beziehung mit Echsen. Ich hoffe immer noch darauf, dass Krokgar irgendwann diesen Hafen wieder aufbaut da unten. Ränge ist nicht schlecht und diplomatische Beziehung mit allen. Manchmal kommt was aus unerwarteten Richtungen, wie wir haben jetzt einen Nichtangriffspakt mit Vampiren. Das ist ein Satz, den ich nicht erwartet hatte, als ich mit dem Spiel angefangen habe. Aber ja, extra Beziehung mit solchen ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Wenn wir uns richtig gut mit denen stellen, kommt von hier unten schon mal kein Ork. Weil hier hat man unheimlich viel Verschleiß, während man da durchläuft. Oh, ich mach dir eine Liste. Was ich alles brauchen kann, das glaubst du gar nicht.
Ich glaube, das Nützlichste für den Anfang eine funktionierende Kristallkugel. Wenn ich ein paar Tage in die Zukunft gucken könnte, da wäre mir schon sehr geholfen. Zuverlässig. Passt soweit. So, nächste Runde können wir anfangen, Truppen zu tauschen und rekrutieren. Nochmal teures Zeug. Rodis Armee braucht, ich würde sagen, zwei Repetiersperrschleuder. Oh, das ist schick. Das ist sehr schick. Also jede Chaos-Fraktion, die fehlt, ist ein Gewinn für den Rest der Welt. Schon mal gut. Zufriedene Bevölkerung ist auch immer super. Läuft. Und mehr Kriege für die Orks. Wieder aus einer anderen Richtung. Also gut, die haben jetzt Krieg gegen die Grenzgrafen. Die fangen hier drüben an. Und zwar entlang dieser Bucht, sage ich mal. Dieses Fjord. Naja, Fjorde sind nicht an Wüsten. Nein, was soll's. Ihr wisst, was ich meine. Dieses kleine Stück Wasser. Alles da drüben sind die Grenzgrafen. Und die führen das Krieg gegen alles hier drüben. Super Sache. Dann sind die Grünhäute im Krieg mit Clan Morst. Die sind hier unten. Dann sind sie im Krieg mit Tilea. Das ist hier drüben. Es ist fantastisch. Und wahrscheinlich hier oben im Norden auch noch im Krieg mit Chaos. Vielleicht noch Kislev. Das Imperium wird hier oben auch ein bisschen drücken. Junge, Junge. So viele schöne Kriege. Und überall woanders. So, tauschen wir ein paar Truppen. Ich möchte ganz gern die Schwestern von Avalon in die Armee nehmen. Dafür kriegst du eine ganze Latte Bogenschützen. Check. Und schon ist Imriks Armee deutlich besser. Sehr, sehr viel besser. Und dann bewegen wir Imrik noch mal ein Stückchen. Und schauen mal, wie teuer der Monddrache bei ihm ist. 1700 und 205 Unterhalt. 205 reißt ein ganz schönes Loch. Aber der ist auch erstmal okay. Läuft. Dann brauchen wir mit Rodir, wie gesagt, zwei Repetier-Speerschleudern, wenn es geht. Haben wir hier. Die sind auch nochmal ganz schön teuer. Flixt noch eins. Ja, und solange Imrik hier ist, können wir natürlich auch mehr Truppen rekrutieren. Tolle Sache. Ja, und dann haben wir schon 12. Das ist eigentlich erstmal ganz okay. Die meisten Garnisonen sollten wir damit in 1000 Fetzen schießen, bevor die überhaupt an Nahkampf denken können. Lass mal gucken, wie sieht die Garnison hier aus? Ein Goblin-Garg-Boss, zwei Truppen Moschatz, zwei Truppen Ork-Jungs und zwei Truppen Goblin-Bogenschützen. Unser Fürst zerreißt den Goblin-Garg-Boss im Nahkampf. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Unsere Artillerie macht die Moschatz kaputt. Unsere Bogenschützen machen die Ork-Jungs kaputt. Und was dann noch übrig ist, wird Goblin-Bogenschützen, bis die in Reichweite sind. Haben die Speerschleudern schon wieder Zeit? Ja, das sollte hinhauen. Dann bringen wir uns als nächstes in Position. 2 Runden, bis der Monddrache bereit ist. Und dann können wir mit Imrik hier rüber. Hexenberg und Dunkle Festung. Geht beides gleichzeitig. Quintara verteidigt die Ascheberge gegen Karagasul. Und dann gehen die beiden hier hoch. Silberpfeiler Buckelberg. Und dann sind wir da schon relativ gut dabei. Hey! Nicht mehr lange und der Krieg fängt an. Nur Zeit, dass ich einen Scout in Position bringe. Und der Scout kann natürlich dann mal hier oben gucken, wie sieht's aus mit feindlichen Armeen. Wobei nicht viel hier sein dürfte. Die haben überall um sich rum Kriege. Ich meine, nur ein Idiot führt einen Zweifrontenkrieg und nur der Erbe des Throns im Königreich der Idioten führt einen Zwölffrontenkrieg und genau das macht Grimgor gerade. Dementsprechend fallen wir in den Rücken. Das wird total super. Aber nicht mehr in der Episode. Lang genug. Ich würde sagen, nächste Episode, nochmal die letzten Vorbereitungen und dann geht's los gegen die Grünhäute. Oh, Backe, das könnte krass werden. Ich bin gespannt. Aber ich denke, wir sind ganz gut aufgestellt. Es könnte schlimmer sein. Wenn jetzt noch die Echse mitspielen, dann läuft der Laden. Und zwar nicht schlecht.
Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.